So, herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zurück zu Let's Play Fallout 4 hier auf Sig Enterprises. Das letzte Mal war ziemlich verpeilt. Wir mussten erstmal wieder ein bisschen ins Game reinfinden. Haben uns in Sanctuary ein wenig umgesehen und das Crafting nochmal ein bisschen. Oh, hoppla. Uns angeschaut. Und ja, so ein paar Dinge getan. Fuck, ist das. Oh, shit. So. Und jetzt wollte ich nochmal ins Sanctuary gehen, hier ein bisschen Ressourcen farmen, dann ein bisschen bauen. Das Crafting also nochmal ein wenig und dann werden wir gleich den Auftrag für die Minutemen machen. Aber zuerst in den Pip-Boy Level Up. So. Genau, man kann hier nämlich die Attribute quasi skillen und aber auch Fertigkeiten. Und das werden wir bei Zeit natürlich auch mal tun. So, Eisenfaust. Nee. Deine flinken Hände und langen Finger machen den Taschendiebstahl. Nee. Jetzt kannst du richtig einstecken. Du hältst sofort ein bisschen Schadensresistenz. Du beherrschst die Kunst des Handelns. Mal kaufen, verkaufen, erzielst bessere Preise. Lass dich von Vault Jack leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im VATS angezeigt. Revolverheld. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Schatzsucher. Du weißt, wie man die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findest mehr Kronkorken in Behältern. Das ist natürlich schon fancy. So, du weißt, wie man plündert, um weiterzukämpfen, findest du mit zu empfehlen. Ich tendiere jetzt eigentlich so zu was wie Gewehrschütze, ne? Oh, das ist auch geil, Bleimagen, muss ich sagen. Aber erstmal bleiben wir jetzt. Ich bin mit den Perks noch nicht ganz so sicher, deswegen bleiben wir jetzt erstmal noch bei Dings hier, Sachen, die wir hochmachen. Krass, machen wir jetzt schon relativ viel. Tatsächlich 7? Ne, 6. Ne, 7 tatsächlich. Und deswegen, ja, machen wir Stärke nochmal ein bisschen hoch. Und ja, dann gucken wir mal. Klar, die Perks auf jeden Fall dann so ab den nächsten paar Leveln anfangen. Aber gut, so viel dazu. Level 4. Wir haben Stärke gewählt. Okay, was wollte ich jetzt? Jetzt wollte ich nochmal eben hier mich mit der Rüstung beschäftigen. Minuteman Outfit, was ist das denn so hier? Ah, fuck. Gut, das ist relativ basic jetzt, ne? Aber gut, ich kann die Rüstung auf jeden Fall drüber stacken, was schon mal gut ist. So. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Okay, wie viel Platz habe ich denn jetzt aktuell? Nicht viel. Boah, ich habe 15. Ich hatte letztes Mal 200. Ne, 10 habe ich dazu bekommen. So. Und jetzt. Moment. So. So. Okay. Genau, jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen Ressourcen farmen. Wir können nämlich hier in diesem Bereich natürlich von der Dings. Ihr seht, wenn ich jetzt hier mal. Kleinen Moment. In die Hand gehe. Seht ihr da diese grüne Grenze? Innerhalb dieser Grenze können wir aber so ziemlich alles. Ja, farmen quasi. Und das ist natürlich schön. Müll, aber kein Schwein hier. So, wir können sogar, glaube ich, ganze Häuser farmen. Zumindest diese Schrotthäuser, wie das hier. Aber erstmal das Auto hier weg. Gummireifen. Und so können wir uns dann unsere Sachen farmen. Und dann können wir nach und nach langsam hier haben. Dann auch Platz, da können wir dann was bauen. Und das will ich eigentlich auch machen, weil das schon fesch ist irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn man dann so seine Basen hat. Und dann auch später so Karawanen dahin und her schicken kann und der eigene Händler hat und all so ein Kram, ist das schon ziemlich cool, muss ich sagen. So, wir nehmen das einfach mal alles mit hier, den ganzen Schrott. Vor allem sieht nämlich auch scheiße aus, wenn die ganze Zeit so stümperhafter Scheiß rumliegt, den man nicht braucht. Und Reifen, was soll das hier? Ich würde eigentlich auch mal gerne die Straßen neu pflastern und so, weil das wird alles ein bisschen schöner. Weil ich meine, wir sind zwar im Ödland, aber wenn ich die Möglichkeit habe, will ich es ja auch schön machen. Ne? So, Briefkastenreifen, bla bla, braucht alles keiner. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Straße frei. Lassen jetzt erstmal die Dinger ab. Und dann fangen wir mal an, ein erstes einfaches Haus zu bauen, weil. Genau, die armen Leute brauchen natürlich auch Häuser. Ne? Die hier wohnen, jetzt die neu eingezogenen Minutemen. Die brauchen natürlich auch eine Bleibe, ne? Und deswegen
Machen wir das mal. Und dann gehen wir zu der nächsten Station und befreien die dann mal. Und dann haben wir schon zwei Dinger. Und dann schauen wir mal, ob wir uns dann auf die Hauptstory mal konzentrieren oder auch nicht. But we will cross this bridge when we come to it. So, zack. Ja, ganz. Oh, Reifen, Reifen, Reifen. Gummi, Gummi, Gummi. Er hat Gummi gesagt. Holz ist auch immer gut, Stahl ist gut, alles gut. So. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, wo wir dann das erste Haus mal hinpflanzen. Den Baum lassen wir mal erstmal stehen. Einfach weil. Weil Baum. So, ist hier nicht noch irgendwo ein komplett zerstörtes Haus? Ah, hier wäre übrigens der. Ja, sind wir unnötigerweise natürlich zu Rocket gelaufen. So. Guck mal, hier auch den ganzen Schabracke hier. Alles, umgefallene Laternen liegen auf der Straße. Was sind denn das für Zustände hier in Sanctuary, ja? So. Ich finde es übrigens sehr, sehr lustig, dass die Stadt halt auch schon Sanctuary hieß, bevor die Bomben gefallen sind, weil es war auch damals schon immer eine Zuflucht. Ja? Einfach so. Aber gut. So, ah, das Haus hier quasi. So, dieses Auto hier mal weg. Zack, zack. Könnte natürlich auch Cotsworth einfach. Gibt bestimmt Stahl ordentlich. Ne? So, okay. Gut, ich würde es jetzt erstmal bei. Oder. Ne, Moment, können wir das hier auch noch? Ja. So, dann würde ich nämlich quasi einfach sagen, wir fangen außen an mit dem Bauen. Sprich. Ui. Das ist, oh, das ist. Oh, ganz viel Gummi. Uiuiui. So, was ist das hier? Krasser Wagenheber. der chillt hier so. Dogmeat. So, ach, da oben sehe ich auch Moral und so alles gerade. Krasser Scheiß. Genau. Boah, hier liegt überall viel zu viel. So. Genau, dass wir außen anfangen, also quasi so da. Beziehungsweise hier kann ich das Haus auch komplett wegmachen. Nee, ne? Oder? Muss ich alles einzeln machen? Egal, wir fangen jetzt erstmal hier einfach an, würde ich sagen. Weil dann haben wir es außen und dann arbeiten wir uns nach innen vor. Fände ich jetzt nicht so schlecht. Okay, jetzt muss ich mich erstmal damit ein bisschen vertraut machen, was es hier so alles gibt. Aber ich finde ja, wohl hier außen bauen wir jetzt erstmal ein Holzhaus hin. Und dann innen ist dann so der Premium-Scheiß, so die Gated Community in Sanctuary. Strukturen, Fertighäuser, nein. Böden. Muss ich Boden verlegen? Hier gibt es ja schon Boden. Eigentlich kann ich da direkt Wände machen, oder? Wie kann ich das denn drehen? Ah, okay. Oh, okay. So. Und jetzt kann ich das hier setzen, oder was? Moment mal. Okay, ja. Und dann hier dran, ne? Dann hier dran. Jo. Dann, nee. Nee, nee. Oh, fuck. Ich bin das jetzt natürlich als Halo-Spieler, da bin ich jetzt irgendwie so, dass ich so im Schmiededenken drin bin, also die Forge aus Halo. Und dann müsste es halt so funktionieren, denke ich, die ganze Zeit. So viel zu den Magneten. Die funktionieren ja furchtbar gut. Ich merke schon hier. Ja, machen wir einmal so. Ich weiß nicht, wie das so mit den. Oh, ob die Wand dann schief ist und überhaupt. Lass mal gucken. Genau, wir fangen jetzt einmal wieder hier an. Ah, nee, fuck, so. Gut, und dann machen wir uns jetzt hier mal so ein kleines Häuschen zumindest, dass die hier irgendwas zum Pennen haben. Irgendeinen Ort, wo die überhaupt, ja, leben können, weil das ist sonst schon doof, wenn man hier so in nur so. Moment mal. Warum ist hier jetzt Platz? Ich verstehe das nicht. Ich begreife es nicht. Partout, wirklich. Also, nee, seriously. Warum ist da Platz? Ich meine, ist das nicht genau so perfekt gemacht, dass es einfach.
Ja, was mache ich jetzt? Jetzt ist da so eine Lücke, ne? Das ist halt schon doof und ich kann die auch nicht. Warte mal. Shit. Nein, ich will das entfernen. Verwerten. Ah, cool. Ich kann es auch einmal wieder abreißen, das ist immerhin gut. So, Moment mal, das gefällt mir aber nicht. Was soll denn das? Ja, nee, also. Moment mal, wir machen das hier, machen wir jetzt auch nochmal weg, alles hier. Und dann brauche ich quasi erstmal, will ich jetzt mal wissen, ob ich überhaupt die Front. Ach so, und das hier jetzt, müsste jetzt quasi so hier rein, ne? Ah ja, okay. Was haben wir noch? Das. Oh ne, da habe ich keinen Stoff für. Okay. Ach, das sind Ecken. Muss ich die in die Ecken bauen? Ne, seriously. Hüttenwand, Ecke. Okay, krass. So, was ist das hier? Wandecke. Ach so. Ja, das Ding ist halt, also ihr seht ja, da ist Boden noch drunter. Da muss ich dann überall noch Boden verlegen. Gibt's hier vor allem nicht mal was Schöneres? Ne, das sieht auch, das hat auch schon Dach und so, ne? Das ist mehr so für oben. Ne, ne, das will ich ja nicht. Struktur, Moment, was ist das? Wandende. Wandende, kommt das dann, ist das das dann, was dann quasi so hier hinkommen würde, oder was? Das probieren wir jetzt mal aus. Wir setzen das jetzt mal so. Guck mal, man kann es tatsächlich schief setzen. Ich dachte, es wird sich hier so automatisch dann andocken oder so. Nö, tut's nicht. Was ist, wenn ich erstmal Boden verlege? Hm? Was ist dann? Ist das dann alles perfekt? Wenn ich hier jetzt quasi so. Nein. Gut, dann habe ich aber so einen fetten Boden, ne? Warte mal, wir machen das jetzt alles nochmal weg. Weil das gefällt mir hier so noch nicht. So, und ich denke, um es angenehmer zu machen, ist jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich jetzt erstmal was bauen werde und dann weiter machen werde, weil sonst relativ langweilig wird. Deswegen schneide ich das jetzt hier mal. Genau, und dann werde ich gleich weiter berichten, wie ich so vorangekommen bin. Also bis dann. So, Freunde, da sind wir auch wieder in Fallout 4 und ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Ich weiß es nicht. Also, ich zeig's einfach mal. Genau, das ist jetzt hier entstanden. Ich gehe einmal kurz drumherum. Ich glaube nicht, dass es wirklich was Besonderes ist, aber ja, ganz nett mit Sicherheit kann ich hier eigentlich noch durch. Naja, genau, hier steht auch ein Generator. Ein kleiner. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das alles funktioniert. Auf jeden Fall habe ich hier Licht. Damit es nachts nicht furchtbar dunkel ist. Und ich habe auch schon probiert. Es hat aber noch nicht ganz geklappt. Ich weiß noch nicht ganz, wie es funktioniert. Das muss ich dann gegebenenfalls nochmal nachschauen oder ein bisschen rumprobieren. Genau, wie das mit den Glühbirnen hier innerhalb des Hauses funktioniert. Aber gut, das werden wir dann sehen. Ja, sonst stehen ein paar Betten. 5 Stück insgesamt, damit hier die Leute im Dorf zufrieden sind. Und hier oben habe ich meine Galerie, denn ich bin ja bekanntlich auch Künstler. Ne? Hier, guck mal, hier schönes Bob Ross Gemälde, zack. Hier ein Leuchtturm, Elch, bam. Ja, Employees only, ist für die Kisten hier. In der habe ich nämlich schon einiges drin hier. Ja. Oh, Dogmeat. Genau, Kommode, hier nochmal ein anderer Leuchtturm. Fancy. Hier hängt so eine Krone und kann man sich hier so hinsetzen aufs Sofa. Aber das sind so Hipster-Sofas, guck mal, die sind so voll alternativ. Genau. Ansonsten hier noch ein letztes Bett, was dann wahrscheinlich primär mein Bett sein wird. Genau, und hier so ein doppelten Balkon. Haben wir mehr Platz, ne? Kann man hier so schön auf den Fluss gucken. Wow. Wahnsinn. Genau, und das Dach, da habe ich eigentlich noch einen Plan. Da habe ich hier außen nämlich so etwas höhere, da hätte ich ja gemacht quasi. Wollte ich hier eigentlich auch noch machen. Damit man quasi so in der Mitte noch stehen kann. Aber gut, den Plan werde ich dann bei Zeit nochmal leuchten. Und ich habe einen Teppich. Guck mal, wow. Der hält doch das ganz schön auf. Ich wollte mir eigentlich noch einen Bildertisch hinstellen. Aber gut, das werden wir alles mit der Zeit sehen.
Was wir jetzt tun werden, ist den ersten Schritt machen. Genau. Sprich mit den Siedlern bei Ten Pennies Bluff. Oder Ten Pines Bluff, besser gesagt. Und das werden wir auch mal tun. Würde ich sagen, ne? So, dazu gehen wir auf die Karte und schauen, wo denn dieses Ten Pines Bluff überhaupt ist. Ist das hier? Okay, dann müssen wir uns mal auf den Weg da machen. Genau, dann treten wir endlich mal eine Wanderung durchs Ödland an. Unglaublich, ne? Toll, Wahnsinn. Wir verlassen Sanctuary und sind, glaube ich, auch halb, na, sind wir ausgerüstet, mehr oder weniger, ne? Egal. Wir werden das schon irgendwie regeln. So. Ich fände es eigentlich auch ganz cool, wenn man den Fluss reinlegen könnte, aber gut. Ja. So. Okay, hier, Red Rocket und so, ne? Man kennt es. Bin gespannt, was uns jetzt so über den Weg läuft. Mensch, das ist ja gar nicht so. So teuer, ne? Genau, hier kann ich dann theoretisch noch eine Außenbasis von hinbauen, wenn ich will. Das werde ich dann bei Zeit nochmal tun. Also, warte mal, ich weiß gar nicht, wie groß das Gebiet hier ist. Ah, das ist immer so doof. So, oh, naja, es geht sogar. Genau, ja. Würde ich dann bei Zeit nochmal machen. Aber gut, jetzt machen wir uns auf den Weg zu Ten Pines Bluff. Um den Siedlern nochmal zu helfen, damit wir quasi auch mal schon mal eine zweite Außenstation haben. Und ich denke, danach will ich mich eigentlich erstmal ein bisschen von den Minutemen, das heißt distanzieren, aber erstmal weniger machen, weil ich dann erstmal die Story ein bisschen verfolgen will und nach Diamond City und mal gucken, was in Diamond City abgeht, weil. Oh. Oh, Rahmen. Mal gucken, diese Euter, sie sind so. Ja, that's what he said. Ich will mal gucken, was in Diamond City so abgeht, weil da kriegt man bestimmt dann auch wieder einen Haufen an Quests und Möglichkeiten und Shit, wenn das so ein bisschen ist wie Megaton, beziehungsweise noch größer oder auf jeden Fall eine große Stadt wird es ja sein. Deswegen geht da, denke ich mal, dann noch einiges ab. Und ja, genau. Dickicht ausgraben, okay. Denke ich. Was haben wir denn hier? Lung. Sonne. Ja, ne? Eine Mine. Da wo wir immer, oder wo ich oftmals nach Italien in die Toskana in den Sommerurlaub gefahren bin, hatten die auch so eine Marmormine, die. Oder Marmorabbau. Was so ähnlich aussah, tatsächlich. Nur dass da jetzt nicht so viel Wasser drin war, ne? Ja. Chillen wir erstmal hier unten, würde ich sagen. Okay. Oh, ein Wohnwagen. Muss ja sagen, ich habe letztens nochmal. Was heißt ein Wohnwagen? Das ist gar kein Wohnwagen. Ich habe letztens nochmal Breaking Bad geschaut, tatsächlich. Ein bisschen. Weil, ja, Langeweile halt, ne? Und, ah, fuck, ich will mit B drücken, um da rauszugehen. Muss ich aber gar nicht mehr. Oh, der Ja, also. Du hast eine Ausgabe von der Boot-Hattest, du hast neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Aha. Warum Gesichtstätowierung? Kann ich nicht auch einfach andere nachregeln? Naja, nehmen wir mit. Genau, und dann habe ich festgestellt, dass echt noch, also immer noch, auch beim Zweimal gucken tatsächlich ziemlich fesch ist. Na, wenn man natürlich nochmal, wie lange ist das ja auch schon wieder her? 2013 ist, glaube ich, zu Ende gegangen. Genau. Meine Kochstation müssen wir. Können wir überhaupt mal? Haben wir aktuell noch irgendwas, was wir verarbeiten können? Oh ja. Cool. Köterkeule. Okay, schätze ich. Maulwurfsrettenhappen. Gott, da können wir noch einige von machen. So, ist auf jeden Fall besser als das roh zu essen, würde ich mal sagen. Oh, todeskaltes Steak. Oh ja, da haben wir gegen die eine schon gekämpft. Die war so richtig Endboss-mäßig. Bin mal gespannt, wie oft das noch so kommt. Oder ob die auch einfach mal gerne so random dann auftauchen. Das wird sich ja mal zeigen. Trink. Nö. Suppe.
Verwertbasenhöhe. Okay. Ja, verlassen. So. Hi, wer bist du denn? Sally Mathis. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Ja, ich könnte vielleicht helfen. Auch Geld haben. Für ein paar extra Kronkorken? Ich wollte dir sowieso was machen. 75 Kronkorken für deinen Aufwand? 75, naja, also ich meine 75 ist schon ein bisschen mickrig. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ein paar weitere Kronkorken könnten mich überzeugen. Du machst es mir nicht leicht. Okay, dann... Wofür habe ich Charisma denn so hoch, ne? Oh, soll ich nochmal machen? Ich weiß ja nicht. Es ist schon rot, aber... Ey, komm. Kumpel soll repariert werden. Ein paar Kronkorken noch, dann steht die Abmachung. Okay, 125. Aber das war's. Bam! Ich mach's selbst. Oh, er hat so eine fesche Hipstermütze. Ja, wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Vorhin schon so, die Pumpe soll repariert werden? Oh, wobei brauchst du denn? Wird ja alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Ja gut, dann machen wir das mal, ne? Muss mal eben, mir kommen die Stimmen ein bisschen leise vor, ehrlich gesagt. Schon besser, denke ich mal. Ich würde mal... Ah, da sieht ja hier. Hier in der Rohr. Geronimo! Ah ja, okay. Wo ist denn die Sicht etwas? Mensch. Oh, okay. Oh Gott, ich werde so verstrahlen. Shit. Oh Mann. Oh, da vorne. Oh, schnell. Gott. Gott, dann müssen wir auf jeden Fall gleich mal Red Away oder so nehmen. So, wo ist das letzte? Ah, da hinten. Oh Gott. Schnell. Fuck. Oh Gott, die soll verstarren. Shit. Das sieht gar nicht gut aus. So, und jetzt ganz schnell hier raus. Fuck. Oh, das wird echt haarscharf. Ich bin so verstrahlt, das gibt's gar nicht. Und ich bin so schön verstrahlt. Oh shit. Okay, zum Mal. Boah. Wenn ich jetzt keinen Red Away hab, dann haben wir ein Problem. Hilfsmittel. Medix, Mentats. Red Away. So. Geht jetzt alles weg? Wie weit geht's jetzt weg? Muss ich natürlich auch erstmal nochmal ein Stimpack, dann nehme ich das andere auch noch, shit. Und dann nehmen wir noch ein Stimpack. So. Jo, okay, das sollte es tun. Fürs, oh, oder auch nicht. Na, so. Wobei ich eigentlich weniger Stimpacks einsetzen will. Ich muss mal nochmal gucken, was hier am effizientesten ist. In Fallout 3 kam man ohne Stimpacks eigentlich relativ gut zurecht. Beziehungsweise waren halt nur so notfallmäßig dann. Oh, Haarklammern. Oh, Sicherungen sind super gut. Brauche ich bestimmt. Die ganze Elektrizität. Jo, Junge, das ist repariert, ne? Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Gut. Das war's. Hör genau hin. Ja, genau hin, ja, ich pass. Das war's jetzt aber. Oh no. Fuck. Nein. Warum gehen die alle auf doch? Der arme Hund, das tut mir mal voll leid, wenn dieses Geräusch kommt. Ich nehm's zurück. Oh, das hat wenigstens reingehauen. Eins wäre da. Jetzt haben wir aber ein Problem. Nummer 2 immer noch da ist. Oh, fuck. So. Kopf. Hallo? Ich will den Kopf haben. Hass. Na gut.
Nice, okay. Majorlockfleisch. Mm, lecker, lecker. Ich muss mir um den Graduate besuchen. Oh, Dogmeat. Oh, okay, du. Dir geht's schon wieder besser. Hm, okay. Okay. Dauert das jetzt eine Weile, bis das Wasser weg ist? Jetzt müsste ich quasi warten. Man kann ja auch nicht mehr einfach backdrücken und warten, sondern man muss jetzt schlafen oder ich weiß gar nicht, ob man auf einem Stuhl auch warten kann. Oh, was ist er denn hier? Aufzug? Hallo? Ja gut, passiert ja jetzt nicht so viel, ne? Cram. Oh, Jet, was ist er denn für ein komischer Drogensucht hier? Mhm, und so komische Zeichnung. Ja, nette Hütte hast du hier, ne? Ich muss jetzt erstmal was phrasen. Wozu haben wir denn umsonst, haben wir den vorhin den ganzen Kram hier gemacht? Nein, nein, nein. Aufbereitetes Wasser. Nee, das. Oh, wir haben noch so viel Hirnpilze. Hm? Die heilen aber nichts. Köterkeule, was ist denn mit der Köterkeule? Köterkeule und noch so ein Happen. So. Für dich. Ja, gut, ne? Ja, ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Hast du irgendwas Spannendes zu erzählen? Was, wenn ich den Fluss hier umleite? Ah, okay, du bist beschäftigt, ich sehe schon. So. Gut, was ist eigentlich hier? Eine Pfütze, okay. Na gut, ich würde aber mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Allerdings habe ich gerade Angst, denn ich schaue auf die Uhr und es ist bereits einiges an Zeit vergangen. Das bedeutet, ich denke, ich werde jetzt hier erstmal nochmal einen Schnitt machen und den Part beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, haben ein bisschen gecraftet, beziehungsweise ich habe euch gezeigt, was ich denn da craftet habe. Und ja, ansonsten schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr das Crafting vielleicht immer ganz sehen, dass ich da stundenlang rumbaue und ihr es auch wirklich so mitbekommt, müsst ihr mir sagen. Oder wollt ihr, dass ich es quasi hochlade, für die, die es sehen wollen, es aber im echten Let's Play rausschneide. Wie auch immer, schreibt es einmal in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet das Video, schreibt einen Kommentar. Bis dann, haut rein.